Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Komm! Heute ist es soweit. Ja, ihr seht richtig, ich habe es an. Das wunderbare Be Different Clothing Shirt. Guckt euch das an. Schön definiert für den Oberarm. Ja, hier sehen wir nochmal ein schönes Logo. Und zwar das Be Different Logo. Das befindet sich bei den meisten Shirts als Wiedererkennungswert auf der rechten Seite des Ärmels. Ärmels. Eine Packung Gehirn, bitte! Ja, ihr könnt dieses Shirt jetzt bestellen unter Be Different Clothing at gmx.de. Oder bei Instagram BeDifferent030 oder auf Facebook BeDifferentClothing. Dieses schöne Shirt kann da draußen deins sein. Ich komme mir gerade vor wie so ein QVC-Mitarbeiter. Oder besser gesagt wie so ein QVC, der vor der Kamera ist. Nee, noch besser, wie so ein QVC-Moderator. So Leute, kommt vorbei, kauft dieses Shirt im Laden oder online. Es kann deins sein, nur solange der Vorrat reicht. Guckt euch nochmal an, hier so ist es. Übrigens, wollte ich nur mal sagen, ein sportlicher Schnitt. Das bedeutet, dass hier oben es ein bisschen definierter ist, ja. Das ist auch nochmal bei der Beschreibung im Shop von Be Different bei Facebook. Apropos Shop, online wird es natürlich auch noch eine Seite geben, eine DE-Seite meine ich jetzt damit. Da werden wir noch einen Shop bauen. Das wird aber erst nach und nach passieren. Wir müssen uns da reinfuchsen. Es darf nicht zu viel werden für den Anfang, weil ich habe so ein komisches Gefühl, dass es schon viel wird am Anfang. Ist es eigentlich schon? Also, was heißt eigentlich schon? Na, ist okay, ne? Man kann sich nicht beschweren. Alles top, pipapo, einfach so. Macht die Leute froh. Freue mich auf alle, die das Shirt tragen werden. Ja, also, kommen wir nochmal zurück zu dem Shirt. Hier, es ist kein V-Schnitt, es ist ein Rundschnitt. Hier oben sitzt es halt, wie gesagt, etwas definierter an. Ja, das soll so quasi sein für den sportlichen Look. Schön für den Sommer und nicht so flatterig. Es wird auch Shirts geben, natürlich, wo das hier oben ein bisschen lockerer quasi ist. Aber ich finde, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Top Jungs, Mädels da draußen an alle Anhänger. Unterstützt uns, kauft dieses Shirt. Nur solange der Vorrat reicht. Das war's. Ich bin raus. Und wie gesagt, das wird jetzt regelmäßig wieder YouTubes... YouTubes, Footilips, was redet da? Es wird jetzt wieder öfters YouTube-Videos regnen. Und zwar auch in Sachen, warte mal, ich muss kurz den Fernseher richten, regt mich nämlich auf, Autist und so. Es wird mehr wieder YouTubes-Videos geben. Ich sage schon wieder YouTubes. Leute, ich muss was trinken. So, also, es wird wieder mehr YouTube-Videos. Jetzt knall ich hier gegen. So, nochmal. Es wird wieder neue YouTube-Videos erscheinen. Und ihr könnt gespannt sein. Ich habe da Bock auf so ein kleines Format. Ich muss nochmal mit Zelt quatschen, wie das genau abläuft, wie das funktioniert. Der kennt sich da immer so gut aus, wie mit der Kamera, wie ich das mache. Ich habe Bock auf andere Videos zu reagieren. Und zwar auf andere Tattoos. Da habe ich richtig Bock drauf, denn es gibt ja mittlerweile so viele YouTuber da draußen, die unterwegs sind, die sich tätowieren lassen haben. Und da würde ich gerne mal meine Meinung abgeben. Meine persönliche Meinung, wie ich mir das vorstelle, wie er das da tätowiert hat, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Du kannst es toll finden, alles super. Aber da habe ich voll Bock drauf, mal sowas zu machen. Unterstützt uns. Beste Shirt. Kaugummi. Leute, kleine Information am Rande. Die Leute hier, die vorher drin waren, ich glaube, es waren Mexikaner an der Ecke, die sind raus und da sind jetzt Vietnamesen drin. Das bedeutet, da gibt es jetzt Vietnamesisch. Das heißt, wir haben eine neue Küche neben uns hier am Laden. Das heißt, hier ist übrigens der Laden. Hier ist der Laden. Dort können wir endlich in Zukunft wieder eine neue Küche ausprobieren. Und da wir schon den Donnerstag haben, ne? Donnerstag ist Donnerstag, Freitag ist Thai-Tag, wird jetzt Montag und Dienstag und Mittwoch wahrscheinlich ein vietnamesischer Tag sein. Also Tage. Drei sind ja drei Tage. Das Gewinnspiel ist ja vorbei auf meiner Instagram-Seite. Freut mich wirklich, dass alle mit, also was heißt alle? Der ganze Planet hat natürlich nicht mitgemacht, aber mich freut es, dass viele mitgemacht haben. Danke für die Unterstützung. Die Kamera wackelt ein bisschen, weil ich sie mit der Hand festhalte. Aber es wird natürlich einen oder anderen Tag geben, wo ich wieder so ein Gewinnspiel mache oder eine Aktion raushaue, ne? Das heißt, seid fleißig dabei. Instagram-Profil wird eingeblendet in diesem Video und folgt mir und seid dabei und geht mit mir gemeinsam den Weg. Den Weg, oh, den Weg! Was geht? Willkommen auf meinem Channel, wollte ich gerade sagen, aber das Video läuft ja noch weiter. Wir haben heute Montag und zwar, wie gesagt, ich habe ja Folgendes vor. Ich werde immer wieder versuchen, ich versuche es wirklich, weil ich habe viel um die Ohren, ich werde versuchen,
halt einmal die Woche ein Wochenvideo zu starten, so was im Laden abgeht, so ein paar Infos mit euch teilen und deswegen geht's jetzt auch weiter. Ich versuche gerade irgendwie mal die Kamera hier so ein bisschen zu positionieren, dass ich beim Fahren gleichzeitig auch noch sozusagen arbeiten kann. Aber, ja, das wird schwer. Ich weiß nicht, wo ich sie hinpacken kann, ohne dass sie die ganze Zeit hin und her fliegt. Ich überlege gerade, ob man die hier vielleicht reinbekommt. Ja, sieht gar nicht so verkehrt aus, aber wird gleich in die Hose gehen. So, erstmal schön Kaugummi schnacken hier. Nicht wahr? Auf dem Fischkuder. Folgendes, Leute. Ganz wichtig. Wer keinen Bock jetzt darauf hat, zu lernen, der kann natürlich weiter skippen. Beziehungsweise, also weiter skippen, so eine Minute oder so wird es bestimmt dauern, wenn ich ein bisschen mehr der nach vorne spult. Und zwar, wir reden heute mal von Followern und Likes. Ja, wichtig ist, weil viele Leute da draußen von euch sind ja der Meinung, beziehungsweise lassen sich irritieren durch Likes und Follower. Zum Beispiel wie, wenn einer 10.000 Follower hat, dann sind sie natürlich gleich der Meinung, oh was, die hat 10.000 Follower auf Instagram oder auf Facebook oder weiß ich wo, dann ist sie ja krass oder dann ist er ja krass. Ja? Ich rede jetzt mal von der Mehrzahl einfach Tätowierer. Ja? Dann ist ja der Tätowierer oder die Tätowiererin krass. Das ist aber falsch, Freunde. Denn du kannst Follower kaufen. Du kannst natürlich auch jeden Tag zum Beispiel da reingehen bei Instagram und 100 bis 200 Leuten folgen und dann wieder anschließend nächsten Tag entfolgen. So sprich Schneeballsystem, dass sie dir folgen. Also bedeutet das, das ist nichts weiter als Lügerei. Fake. Genauso wie mit den Likes. Du kannst ein Bild, sozusagen einen Beitrag werben. Das bedeutet, du bezahlst für deinen Beitrag, den du gerade geteilt hast, Geld und kriegst natürlich dementsprechend auch mehr Likes. Was jetzt nicht illegal ist und auch nicht verkehrt. Das machen viele Tätowierer da draußen, um erstens steuermäßig immer was abzusetzen zu haben und zweitens halt, um mehr Leute zu erreichen. Das ist eine gute Weite hat das. Also das ist nicht schlecht. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, das zu machen. Weil du einfach nochmal so ein paar Leute in deiner Umgebung erreichst. Ne? Also man muss ja heutzutage marketingmäßig und so muss man ja überlegen, wie man das am besten angeht. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Leute, was ich hier gerade mit euch teile. Und ich will unbedingt, dass ihr das versteht. Es ist nicht besonders, wenn du 10.000 Follower hast oder 5.000 oder 15.000 oder 20.000. Ich kann euch sagen, wenn man von Instagram lebt, so Influencer-Style, Sachen hochlädt, ich stelle das vor und so, und man hat so seine 40, 80, weiß ich was, 1000, dann ist das schon krass. Ich rede jetzt aber nur vom Tätowierer, also auch die krassesten Tätowierer natürlich auf diesem Planeten. Beste Beispiel ist Randy Engelhardt, ist eigentlich so ziemlich von jedem fast ein Vorbild, würde ich mal behaupten. Der ist natürlich real, ja, ist natürlich klar. Das sieht man aber auch, weil das ist jetzt das, auf was ich eigentlich hinaus will. Er zeigt dir auch regelmäßig abgeheilte Bilder und zeigt seine Arbeiten, ohne irgendwas da rumzufaken. Das will ich damit sagen. Leute, Follower sind scheißegal, Likes sind scheißegal. Wen du... Oh, siehst du, jetzt kippt die Kamera um. Wen du tätowiert hast, ist auch scheißegal. Es interessiert keinen. Mann, wow, du hast Michael Jackson tätowiert, der ist plötzlich wieder am Leben. Wow, hast ein Foto damit geteilt. Ja, geil, du bist krass, weil Michael Jackson hast du tätowiert. Nein, dann bist du nicht krass. Du bist krass. Und so ist das nun mal. Du bist wirklich krass. Also du bist, Mann, ich nehme mal dieses, ich habe hier diesen Straßenslang drauf. Ich nehme mal das krass raus. Aber ich bin halt so, wie ich bin. Kamera wackelt wieder. Was ich sagen will ist, du bist wirklich ein guter Tätowierer, wenn du viele abgeheilte Bilder vorzuweisen hast. Und danach sollte das in dieser Welt auch gehen. Das heißt, wenn du dich tätowieren lassen wirst von irgendjemandem da draußen auf diesem Planeten, dann kontrollier doch bitte erst die abgehaltenen Bilder und was er vorzuweisen hat. Ja, sprich, wie viele Werke, was tätowiert er, welchen Stil, welche Richtung. Tätowiert er alles? Geh raus. Geh raus, sage ich oft genug. Geh raus, Mann. Du kannst nicht alles tätowieren und ein guter Tätowierer dabei sein. Das funktioniert nicht. Du kannst gewisse Kategorien abklappern und tätowieren. Ich habe auch so vier Kategorien, die ich gut tätowieren kann, meiner Meinung nach. Das ist meine eigene Meinung. Gibt es natürlich auch Leute draußen, die bestimmt sagen, ich kann nicht tätowieren. Aber mein Gott, ich behaupte auch über 10 Millionen Tätowierer und Tätowiererinnen, dass sie nicht tätowieren können. So ist das nun mal. Das ist, jeder hat seine Meinung und so soll es auch bleiben, weil so haben wir auch jeder andere verschiedene Geschmäcker. Und ja, so kommt jeder zu dem anderen, ne? Jedenfalls, aber was, wo wir alle gleich sind,
das wird ja jeder gute Tätowierer sagen, ist, dass es nicht nach Followern und Likes geht. Hört auf mit der Scheiße. Sagt nicht, oh was, oh, der hat ja 10.000k, oh krass, die hat auch 10.000k, das ist ja voll geil, wie hat sie denn das erreicht? Na, wie wohl? Oder wie er das erreicht hat, ist scheißegal. Es ist gefaked, kann ich euch sagen, hundertprozentig. Weil wenn die Werke scheiße aussehen, dann kann der nicht so viel haben. Oder geht mal rauf und plötzlich sieht ihr, wen ihr alles folgt. Und geht mal einen Tag später rauf und plötzlich könnt ihr sehen, dass er nicht mehr 200 Leuten mehr folgt. Das ist alles Schneeballsystem. Einfach jemanden einfangen damit und ihn dann sozusagen besitzen als Follower. So läuft das ab, Leute. So, habt ihr wieder was gelernt? Ist ein schwieriges und heikles Thema, aber man muss sowas mal ansprechen. Also gerade für meine Gemeinde, nenne ich das jetzt mal, gerade für meine Kunden und die es noch werden wollen und die mich halt öfters mal im Blick haben, sage ich mal dazu, und die zu uns im Laden kommen, die müssen aufgeklärt werden. Das ist ganz wichtig, sowas. Du bist nicht gut, nur weil du so viel Follower hast oder weiß ich wie viele Likes auf Bildern. Das ist alles Story. So, Leute, deswegen bleibt dran und immer abgeheilte Bilder im Auge behalten oder so Werke. Videos, keine irgendwelche hochgepushten Photoshop-Bilder. Klar, gibt es auch gute Tätowierer, die sowas machen, um das Ganze noch ein bisschen mehr als Eyecatcher rauszukriegen für die Bilder. Aber ist da zu viel dran gefaked, Leute? Ich kann euch so viele Bilder zeigen im Netz, die krasse Tätowierer schon tätowiert haben, wo es aber trotzdem gefotoshoppt ist. Und ich habe auch schon viele live gesehen, wo ich mir dann dachte, was? Das hat der tätowiert? Ach Quatsch, dann ist ja das Bild sowas von gefaked gewesen. Naja, aber so ist es nun mal im Leben. So, viel zu viel gequatscht. Bleibt dran. Ich habe noch ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar haben wir eine Klamottenfirma und zwar Be Different. Be Different begleitet mich übrigens schon seit etlichen Jahren. Ich glaube, seit ich mich angefangen habe zu tätowieren, weil ich wollte früher mal, dass mein Laden Be Different Inc. heißt. Ja? Also sei anders mit Farbe sozusagen nach dem Motto, ja? So ein bisschen so übersetzt, so dieses Anderssein mit Farbe. Und dann habe ich aber gedacht, so klamottentechnisch, wäre geil, wenn wir da auch noch was Eigenes rausbringen. Und glaube ich, ja, Vorfall, Anne sehe ich gerade im Auto. Anne! In dem schönen ML ist Anne unsere Dönerfrau. Jedenfalls haben wir Klamotten rausgebracht und die kann man natürlich käuflich bei uns erwerben. Folgt uns, um auf dem Laufenden zu sein, wenn ihr das wollt. Sprich, wenn wir immer neue Sachen rausbringen. Hier unter anderem haben wir am 15.02. diese Mütze. Und wie ihr sehen könnt, haben wir auch schon die Snapback am Start. Bedeutet, ja, die ist jetzt noch nicht quasi, also die ist schon käuflich, klar. Aber wir haben dafür noch nicht Werbung gemacht und noch keine Promo-Fotos. Aber die könnt ihr rein theoretisch natürlich auch schon haben. Es werde Licht. Ich bin Batman. Gracie haben wir ihr Geburtstag nachgefeiert. Das heißt, ich habe wieder schön Kuchen mitgebracht. Da können die Kunden heute zuschlagen. Eine neue externe Festplatte. Ey, 35 Euro bei Aldi und die hat 2,5 Terabyte. Bombe. Und der Teller von der Tortendaddy. So, den Teller packe ich mal hier unten hin. Wie viele Lampen wir hier schon wieder zu stehen haben, unfassbar. Leute, ich werde euch nochmal in einem Einzelvideo zeigen, dass wir, also wir sind ja so eine kleine Sammler, ne? Also wir haben hier immer so ein paar Schmuckstücke, wie ihr schon sehen könnt hier im Hintergrund, aber das zeige ich euch ein andermal, weil es ist ein Einzelvideo. Das packen wir nicht rein. So, dann werde ich mal anfangen, alles vorzubereiten. Ich muss nochmal in den Keller Sachen runterbringen. Oh, was liegt denn hier? Quittungen? Ne, doch nicht. Einfach nur leeres Papier. So, wir schalten nachher wieder ein, wenn hier ein bisschen aufgearbeitet wird. Aufgearbeitet, genau. Wenn hier vorbereitet wird und ja, dann ziehen wir uns noch ein bisschen Tattoo-Timelapse rein. Sprich, wie die Leute tätowiert werden, so ein bisschen so ein kleiner Zusammenschnitt. Das wird dann Ganze wird dann Nico übernehmen und wir tätowieren dann. Also bis gleich. Tja, Leute, so kann's gehen. Leider können wir nichts mehr zeigen, was mit Tattoos zu tun hat, weil wir es seit 2 Tagen verplant haben. Wir haben nämlich heute... Was haben wir heute überhaupt? Nee, wir haben es gestern nur verplant. Wir haben ja heute Dienstag.
scheiße gelaufen, aber so ist es nun mal. Deswegen beende ich jetzt hiermit das Video. Ich glaube sowieso, dass es eine gute Länge hat. Reicht. So viele Leute klicken sowieso nicht komplett das Video durch, schauen sich nicht komplett das Video durch an. Durchgehend an, Sascha. Ist schon spät, wie ihr sehen könnt, es ist dunkel, deswegen kommt nur noch Grütze aus meinem, ich wollte gerade sagen Arsch, aber das war auch gerade so auf Toilette. Nein, ich wollte sagen aus meinem Mund. Ja, wie ihr sehen könnt, Tresen ist fertig. Übrigens hier nochmal ein kleiner, ja, ein kleines Upgrade sozusagen. Ja, so sieht es jetzt hier alles aus. Hier werden wir noch ein LED-Schlauch einbauen, Penis im Mund. Und dann hat sich die Sache und ja, Tresen ist geil geworden. Wir haben jetzt doch Marmorpläten genommen und das Holz nicht dran gemacht. Und ja, in diesem Sinne, lasst ein Däumchen da. Ein Däumchen fürs Fläumchen, sage ich immer. Aktiviert die Glocke, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Wie gesagt, ich versuche jetzt immer ein paar Videos hier zu machen. Also mehr halt in Kontakt mit euch zu bleiben. Wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, die Klamotten sind gerade am Start, die wir rausbringen. Und dann haben wir noch das Studio an sich, über was man sich kümmern muss. Und dann haben wir natürlich noch den Azubi und den etwas, der unter dem Azubi ist, der sowieso noch ein bisschen Schellen braucht. Ne? Deswegen, in diesem Sinne, haut da rein. Bis denne, Antenne.